und lege quasi direkt los mit dem Opening mit Hogwarts Legacy. Und ich bin gespannt, wirklich. Ich bin zwar nicht so gut im Wünscheln und Wedeln, aber wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei im 5. Jahr aufgenommen wurden. Das Schuljahr beginnt am 1. September. Die ersten Materialien wurden für Sie abgeholt und werden Sie auf Ihrer Reise zum Schloss begleiten. Wie Sie vielleicht wissen, verbietet der Erlass zur vernunftgemäßen Beschränkung der Zauberei Minderjähriger die Anwendung von Magie durch Personen unter 17 Jahren. Gut, dass ich 19 bin. Außerhalb der Schule. Aufgrund ihrer besonderen Umstände hat das Ministerium jedoch kulanterweise zugestimmt, dass Professor Elissa Fick ihnen dabei hilft, ihre Zauberkünste zu verbessern, bevor es sie von London zum Schloss begleitet, wo sie am Festmahl und der Einführungsfeier teilnehmen werden. Ich weiß, ihr habt euch gewünscht bei mir auf YouTube, dass ich das hier und da mal vorlese. Einfach auch nett to know für alle, die da jetzt die erste Folge gucken. Ich bin Legastheniker und tue mir ein bisschen schwer mit dem Lesen, gebe mir aber mein Bestes. Denn mit freundlichen Grüßen Matilda Weasley, stellvertretende Schulleiterin. Wunderbällchen. Spiel starten. Wow. So, also die erste Folge kann ich jetzt schon mal direkt sagen, wird aus dem Charakter Creator bestehen, weil ich habe da schon ein bisschen geguckt bei den anderen und man hat extrem viele Möglichkeiten, was ich natürlich nicht schlecht finde. Aber mal gucken, in welche Richtung wir gehen. Ich werde auch noch nicht so viel verraten, weil ich habe auch diesen Vortest gemacht. Von daher könnte man vielleicht erahnen, doch, das Preset gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Könnte man vielleicht gleich erahnen, in was für eine Richtung das Ganze gehen darf und gehen sollte. Gucken, ob wir vielleicht meine Hackfresse hier so ein bisschen reingezaubert kriegen. Ich habe gerade ein bisschen Input-Lag hier. Ulalalalalalala. Ja. Jetzt ist wieder gut. Okay, cool. Oder? Ja. Gut, ist das vorüber? Oh, okay. Sehr viele Shades dabei auf jeden Fall. Guck mal, das wäre doch schon eigentlich fast meine Friese hier. Ich finde auf jeden Fall schon mal cool, dass es auch weibliche, also generell egal was für Frisurentypen, sowohl als auch scheinbar nutzbar ist. Das finde ich cool. Okay.
Die finde ich ja auch nicht schlecht, aber ich glaube, ich bleib bei der hier. Die finde ich schon mal ganz cool. Oh, Pink wäre natürlich eigentlich auch geil, ne? So ein, also das ist ja kein wirkliches Pink, aber dieses sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Aber die Sommersprossen und so passen dazu ja mal null. Ich gehe einfach mal einen Schritt weiter. Ich gucke mal, was es hier noch gibt. Oh, na, oh, okay. Kann man die Position verändern davon? Was bist du genau? Gesichtsfarbe? Ah, okay, Blush. Sommersprossen und Muttermale. Ich möchte doch ein relativ cleanes haben, aber ich glaube, man kann die Narben nicht versetzen oder so, ne? Okay. Also das eine finde ich schon fast too much. Oh, die finde ich nicht. Ich bin ja generell, also ihr könnt mich ja für... Entschuldigung, Randale. Ihr könnt mich ja für bescheuert erklären. Aber ich finde Narben so dermaßen immer interessant, ne? Egal in was für einer Hinsicht. Auch wenn natürlich da nicht immer die schönsten Erinnerungen dran sind, finde ich, haben die immer eine Geschichte. Das ist dann so das Spannende daran. Das finde ich eigentlich... Ich kann mir nicht ganz entscheiden, das wäre mir von einem Todesser geküsst worden. Gehen wir einen Schritt weiter. Jo, McDonald's Brauer lässt grüßen. Die gefallen mir schon eigentlich ganz gut. Sind die gleich nur ohne Cut, ne? Ja. Und eher bushy. Dann nehmen wir die normalen. Relativ dunkle. Mal gucken, was wir jetzt für Augenfarben haben. Dieses Grau. Das hier war eigentlich gar nicht, oder? Ein bisschen, oder? So ein Graublau, ne? Schade, dass es kein Grau-Grün gibt. Die Augenfarbe finde ich ganz schick. Aber der sieht mir so artig aus. Okay, die Brillen gehen gar nicht. Die finde ich pottenhässlich. Ne. Ich wollte nur mal angucken, wie... Wo waren das jetzt? War das hier weiter nach vorne, oder? Ah, da.
Boah, die Narben passen leider gar nicht, weil der sieht so... So nett aus, einfach. So ein netter Bub. Boah. Oh my fucking gosh. Ja, nee, ist klar. Nee, das Gefühl. Kann man nicht noch Feintuning machen? Habe ich da nicht irgendwie sowas gesehen gehabt hier? Oder war das schon? Schlafsaal, Hexe oder Zauber? Schwierigkeitsgrad? Ja, wählen wir normal aus. Ich denke, das wäre fair. Es war wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht... Das war gar nicht schlecht. Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Die klingt sehr robotermäßig. Von mir aus kann's losgehen. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Das war gar nicht schlecht. Das ist die Stimme einfach nur runtergepitcht. Wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Ja. Von mir aus kann's losgehen. Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Ja, Chipmunks will's grüßen. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Wunderbar. Ich glaube, von mir aus kann's losgehen. Deswegen lasse ich ihn normal, das triggert mich zu hart. Nehmen wir Zauberer, oder? Ich meine, für die Narbenkonstellation schon nicht schlecht, aber der sieht mir halt auch einfach irgendwie ein bisschen zu lieb aus. Deswegen bin ich fast mal überlegen, einfach die Narben wegzulassen. Und dafür in den Augen Farbe ein bisschen. Ich dachte, man könnte doch mehr machen. Wo war das irgendwie? Ein bisschen Fehlinformation hier für mich. Das sieht schon gut arrogant aus, jetzt gerade dann ohne der Narbe. Mit den Augenfarben. Das passt, das gefällt mir dann schon eher. Okidoki! Ja doch, ich denke, damit kann ich mich anfreunden. Ja. Beginnen wir die Reise. Sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unsere neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fick. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schuljahr... Eliasar! George, schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam, also ich... Lieber nicht hier, Eleazar. Hm? Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nichts, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Okay.
Schottlandreise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen 5-Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Es kam per Eule. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Bei Merlins Bart. Wie haben Sie... Halt! Wir müssen etwas... Ein bisschen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Also da muss ich jetzt schon sagen, die Einleitung war oder ist nice. Was ist passiert? Armer George. Warum musste er... Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen. Ein Drache würde niemals... Professor? Sir, wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum. Also es ist das Opening war auf jeden Fall schon mal, fand ich doch schon fast filmreif, muss ich sagen. Also ich glaube, könnte Spaß machen nach langer, langer Zeit.
uns dieser Portschlüssel nur gebracht? Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruinen. Glauben Sie... Der Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es ihnen gut geht und sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Auf jeden Fall, Sir. Gut, lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. Gott, da muss ich ja direkt mal die Aufnahme pausieren. Ein Jobs ist gespawnt. Wunderschön. Wie geht es dir, mein Guter? Aber ich nutze die Zeit direkt mal gerade mal ins Soundmenü zu gehen. Weil ich glaube, für den Stream ist das maybe a little bit loud. Und was ich mal gerade gucken wollte. Nee, das. Ah, genau, da, hier, guck mal. Ich wusste nämlich, irgendwie kam mir das alles so ein bisschen. Ein bisschen sehr voluminös vom Klang her. Wie geht's dir, Jobs? Lange nicht gesehen, das stimmt. Freut mich, dass du da bist. Genieß ein bisschen noch kurz. Mit mir. Wenn du Bock hast. So, jetzt habe ich ja mal. Genau, Kopfhörer. Dann dürfte dieser Hall aus dem Sound ein bisschen raus sein. War schön, dich zu sehen. Freut mich wirklich. Was denken Sie, woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Alte Magie? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschten. Sie scheint vergessen worden zu sein. Schloss Hogwarts wurde durch sie errichtet und ist ein Hauptort dieser alten Magie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Gut, aber dass Sir, er weiß, wo lang warum geht. Warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders als jede andere Macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Dann dir viel Spaß, Jobs. Und danke fürs Vorbeischauen. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns Ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Yay, Limgadio Livio. Ah, nee, warte, falscher Film. Avada Kedavra! Genau so. Nutze deine Kamera, um aktiv Ziele auszuwählen. Was ich halt sehr interessant finde, dass ich schon direkt einen Zauberstab eigentlich habe. Ich glaube, das liegt daran, dass ich bei Wizarding World diesen Test gemacht habe. Das war etwas häufiger als erwartet. Habe ich dann auch den Zauberstab jetzt? Also den ich danke, da Sir. Bekomme? Sorry, Sir, ich hab dir gerade nicht zugehört. Ah, da oben. Wünscheln und Wedeln. Naja, schau mal, guck mal. Lohnt sich doch direkt mal hier einmal um die Ecke zu gucken.
nicht mehr weit. Gleich davon. Bleiben Sie ruhig! Ja, macht der Jute, wa? Fast geschafft! Gut, dass du weißt, wo es lang geht. Warum hat das jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Portschlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. Das ist das Einzige, was ich vielleicht jetzt gerade ein bisschen kritisieren würde, wenn man sich zu weit schon wegdreht, dass man die Stimmen nicht mehr hört von den Charakteren. Mir gerade Zeit, hier irgendwie einen Auftrag abzuschaffen. Ah, okay. Professor Fig und ich sind per Portschlüssel zu einer abgelegenen Klippe im schottischen Hochland gereist. Wir müssen die mysteriösen Ruinen erkunden, zu denen der Portschlüssel uns wahrscheinlich leiten wollte. Professor, die Statue! Vielleicht war dies ein Zuhause. Mal alles kaputt machen. Professor, es ist eine Art Wandbild. Vielleicht hellseherisch begabt. Interessant. Das sah aus wie eine Truhe. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er bloß blockieren? Was ist das? Professor Fig? Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder dieses Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. Was in Merlins Namen? Godrics Herz. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Okay. Was macht Zany Boy erstmal? Alles Hallo? Angreifen, was hier... Schnarch. Hallo. Unmöglich. Einen Moment.
Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Verlies 12, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel? Hm? Der Schlüssel Ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Nach Ihnen. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Sieht gar nicht unsicher aus. Wie viele Verliese gibt es in Gringotts? Hunderte. Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Hauptfoyer. Diese Verliese sind am neuesten. Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Gut, die Luft anhalten. Wie bitte? Der Wasserfall entfernt alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe. Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein gutes Stück liegt noch vor uns. Hey. Verliesnummer. Verlies 12. Ein großer Tag. Ah. Weiterfahren. Der hat Bock auf seinen Job. Sieht er mal nach Jahrhunderten mal wieder Menschen und dann ist er so ein Grießkram. Professor, Das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Wie das Leuchten auf dem Portschlüsselbehälter? Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Sex, da sind wir. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12. Bis zum heutigen Tag. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Hier ist eine Truhe, die nehmen wir natürlich direkt mit. Was meinen Sie, wonach wir hier suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Okay. Erfolg. Professor, das kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken.
Hier muss doch irgendetwas sein. Ja, die Wand leuchtet. Revelio vielleicht. Revelio? Ja, ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Na, oha. Okay. Wie geht das? So. Ah ja, okay. Revelio. Revelio. Da, da war etwas. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Warte, ich will erst gucken, ob ich hier was mitgehen lassen kann. Immerhin war hier ja schon lange niemand mehr. Eine Tür. Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Ich weiß es, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Gehen Sie vor. Schönheit vor Alter, ne? Lumos! Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie denn mit verdienen? Glauben Sie, das ist vielleicht eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Kann ich auch Lumos machen, bitte? Oder Lumos Maximus? Ist ein bisschen dunkel. Nox? Boah, das wäre geil, wenn das Ding mit Sprachsteuerung gehen würde, oder? Da vorne ist etwas. Was ist das? Das Leuchten wieder. Diesmal auf dem Boden. Und die ganzen Streamer da so, aber da kann er warm schreien. Das ist, das wäre schon lustig, glaube ich. Lumos! Was ist passiert? Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es plötzlich, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir, alles gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Revelio. Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da, aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als Sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Hm, vielleicht hilft hier ja Lumos. Ja, Lumos, gib ihn mir. Lumos, sehr gut. Das Spiegelbild dreht sich jetzt zu mir um. Es folgt wirklich dem Licht. Okay. Achtung! Protego! Actio! Descendo! Levioso! Depulso! Auch eine nette Art, das Zaubern zu lernen hier drin. Ich habe noch gar keine schönen Zauber. Hier kann ich ausweichen übrigens. Wäre Angriff damit. Achso, ah. Ah, okay, okay. Nehme dies. Stufo. Repulso. Anfrenko.
Ah, okay, mit Steuerung kann ich dodgen. Kommen Sie! Oh, der sagt gar nicht Nox für aus. Was ist denn hier los? Nicht detailgetreu. Oh. Professor! Professor Fig! Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut. Wohin soll ich nur gehen? Was passiert hier? Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Ah, ich glaube, hier ist wahrlich nichts. Ja, da. Führen Sie mich. Das Leuchten wieder. Lumos. Revelio. Ich bin wohl auf mich allein gestellt. Sie erstmal in Ruhe aufstehen lassen. Ich muss die Statuen vor ihre Spiegelbilder schieben. Meinen Weg herauskämpfen müssen. Protego, Stu! Ah, okay, angreifen und verteidigen auf Sekunde geht nicht. Halte Q während Protego gedrückt und Gegner konnte sie betäuben. Okay, ein Kampfsystem fühlt sich auf jeden Fall schon mal schön smooth an, auf jeden Fall. Hallo? Achso. Lumos. Ich dachte, wir sind in irgendeinem Ladescreen. Lumos. Revelio.
Revelio. Na, dann wollen wir doch mal schauen. Da sind sie ja. Wir haben sie. Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Aber ich habe das hier gefunden, schwebend über dem Becken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium, um Erinnerung zu sehen. Mal sehen. Alles ist bereit. Und der Portschlüssel? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad unmöglich nachzuverfolgen ist. Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, das andere unbedingt besitzen wollen. Ja. Und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Das sehen Sie also. Das Leuchten. Das sie umgibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nee. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie, scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem. Wir... Das sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Wusste ich's doch. Ranrock. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gebt mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt und Sie hatten keinen. Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun, wo waren wir? Ich gebe Ihnen gar nichts. Tja, vielleicht ist ja der junge Mann hier hilfsbereiter. Ah.
Das war knapp. Alles in Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint ihn gar nichts anzuhaben. Wo sind wir? Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los, die Einführungsfeier wartet auf uns. So. Was für ein Themenwechsel. Hogwarts Legacy. Wunderbärchen.